Du segelst also gerne? Ja, stimmt. Das habe ich in mein Profil reingeschrieben. Ah, ich dachte, ich hätte es gelöscht. Ehrlich gesagt war ich nur einmal segeln. In der Bretagne auf Studienfahrt. War total schön. Aber du bist Segelprofi, oder? Also das letzte Mal segeln, das war im Urlaub. Da war ich in... Und warum lernst du niemanden in der realen Welt kennen? Ich weiß nicht, ich habe in den letzten Jahren niemand Interessantes getroffen und kennengelernt. Ja. Das soll wahrscheinlich die Frau fürs Leben sein. Oder suchst du eher was Unverbindliches? Nein, nein. Verbindlich. Ja. Die Frau fürs Leben, das wäre ja wie ein Sechser im Lotto, oder? Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Nein. Und du? Ja. Das ist, wenn alles stimmt, wenn man spürt, dass man zusammengehört. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Nee, der Peter muss uns am Montag freigeben, wenn dann, oder? Stolper drin. Dina, was denn, los? Was? Nee, nichts. Also ich fand's ganz gut. Ja? Okay. Kommst du nachher noch mit? Clara feiert rein. Puh, weiß noch nicht. Für mich heute nicht so gut. Siehst aber gut aus. Lässt du mich kurz? Ich würde mich gern konzentrieren. Ja, klar. Ich mag das auch nicht, wenn du hier einfach reinkommst und mich so siehst. Ach so. Okay. Es ist nur, ich wusste nicht, dass dir das was ausmacht. Ich meine, ich male dich doch gleich. Da draußen vor vollem Haus. 1000 Augen. Naja, du malst Henriette und nicht mich. Stimmt. Was machen wir, wenn die nicht zurückkommen? Vini verspricht dir, dass sie wiederkommen, aber die haben sie jetzt einfach verpeilt. Weil die es hier nicht so genau nehmen. Jetzt mach halt einfach mal nicht so eine Panik. Ja, du machst Panik. Ja, wessen scheiß Idee war es denn, sich auf einer Insel am Arsch der Welt aussetzen zu lassen? Kannst du nur so ruhig bleiben? Jan, keine Sau weiß, dass wir hier sind. Wir müssen hier weg. Mann, Dina, jetzt setz dich wieder hin. Du machst mir noch ganz kirre mit deinem Scheiß. Was ist, wenn die es mit Absicht machen? Was ist, wenn es so eine Art Entführung ist oder sowas? Schiebst du aber schon echt einen Film, oder? Du hast es gemacht. Ich war was? Was hast du vor, Jan? Nee, ich habe überhaupt nichts vor. Dass wir zwei eine schöne Zeit haben, endlich mal. Und das hatte ich vor, das wollte ich. Dass wir immer ohne andere Menschen sind, dass ich ohne Stress und ohne Termine bin. Ich wollte, dass wir zwei mal ein bisschen Quality Time haben. Einfach nur wir zwei. Ich habe mal gedacht, dass du da auch Lust drauf hast. Was hast du gedacht? Du gehst fremd, dann setzt sie unser Leben aufs Spiel. Und danach ist mir alles okay, oder was? Du beruhigst dich jetzt. Erstes Lexikon der Sauropoden.
Ja, das muss irgendwas mit diesem neuen Flugsaurier zu tun haben. Alles klar, dann schaue ich mir mal an. Gut, super. Dann helfe ich dir, deine Wohnung einzuräumen nach dem ganzen Wasserschaden. Auf gar keinen Fall. Aber danke. Ich mach das lieber selber. Sag mal, und? Hast du was Interessantes rausgefunden? Zwischen 1843 und 76 wurden insgesamt 40 verschiedene Dinosaurier-Skelette entdeckt. 18 davon Flugsaurier. Jedoch alle unvollständig. Also nichts Wichtiges. Na, was habt ihr denn gehofft zu finden? Naja, ich könnte ja nach bestimmten Themen, könnte ich ja einfach nochmal gezielt suchen. Vielen Dank nochmal, Sandra, dass du uns geholfen hast. Also, vielen Dank nochmal, ja? Na, guten Morgen, Herr 80er. Morgen, Frau May. Herr Bach, haben Sie bei Ihrem nächtlichen Studium des Lexikons was finden können? Also sagen wir mal so, hier ist nichts Fallrelevantes drin. Ah, das ist aber ärgerlich, da haben Sie ja das Buch ganz umsonst durchgearbeitet, die Nacht. Interessieren Sie sich auch für unser Prime Lifestyle Solodent? Bitte wofür? Unser Prime Lifestyle Solodent. Residenz der Luxusklasse. €800. Da sind Strom und Gas natürlich noch nicht mit dabei. Sie können sich ja noch einmal überlegen. Morgen früh um 9 haben wir die ersten Besichtigungen. Darauf bestieg er sein stolzes Ross und ritt damit zu Liebchens Schloss. Guten Tag, Schwiegermutter Mai. Was macht denn euer Herz? Ich nicht nur der Song scheiße. Danke, ich hab's verstanden. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber sowas passt einfach nicht hierher. Da werden die Leute ja depressiv. Keiner bestellt oder trinkt irgendetwas. Oder die gehen gleich nach Hause. Du hast gesagt, ich soll was ausprobieren. Und jetzt pisst du mich deswegen an. Ja, aber solche Songs, die kennt ja kein Mensch. Und dieser Text ist ja vollkommener Schwachsinn. Jenny. Du weißt ja, wie knapp gerade alles ist. Hast du ihr die Lippen gezahlt? Was? Pam. Nein, wer redet denn so einen Scheiß? Jenny, wir müssen zusammenhalten. Wir schaffen das nur gemeinsam, das weißt du.